Befreit von der Gehirnwäsche nahm Hawkgirl für die Ermordung ihres Ehemannes Hawkman blutige Rache am Hohen Rat. Trotzdem wurde sie für ihre Taten im alten Regime eingekerkert. Eines Nachts erwachte sie schwebend über ihrem Bett, von einem gespenstischen Glühen umhüllt. Nur wenig später stand sie am Rand eines flachen Kraters. Dort fand sie die Quelle des Lichts, einen Meteoriten aus purem Ants-Metal. Als sie ihn berührte, erwachte er zum Leben und umhüllte sie mit Ants-Metal. Durch die neue Rüstung war Hawkgirl unbesiegbar und vollbrachte ihre erste Tat. Rache an all jenen, die Superman bei der Gefangennahme von Hawkman geholfen hatten.